Ja, Leute, ich bin Oliver. Erstmal, bevor ich zur Polizei was sage, also ich bin Erzieher an der Grundschule. Ich kann nur sagen, seit dieser Woche, ich konnte nur noch heulen, es geht mir scheiße. Es ist für mich der mieseste Arbeitsplatz der Welt gewesen und ich habe den Beruf früher geliebt. Ich will das nochmal aus aktuellen Anlass sagen, das mit den Testungen, das mit den Maskenwaschen schlimm genug, das mit den Testungen, ich stehe morgens auf und kann heulen, wenn ich zur Arbeit gehe. Wow, das musste erstmal raus. So, als ich bei der letzten Demo in Spandau mal wieder in einer polizeilichen Maßnahme war, hatte ich mit einem Polizisten unterhalten und ihn gefragt, wie er damit klarkommt, ständig gegen Gesetze zu verstoßen und die Drecksarbeit für die Politiker zu machen. Er versicherte mir glaubhaft, dass er daran glaubt, dass es ihm darum ginge, das Pandemiegeschehen einzudämmen. Es könnte ja durchaus sein, dass die Pandemie in Deutschland nicht so schlimm ist, wie woanders gewütet hat. Ihr kennt den ganzen Scheiß, weil die Maßnahmen hier so gut gegriffen hatten. Man muss sich ja nur mal anschauen, was in anderen Ländern passiert ist. Liebe Polizisten, und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, wir sind hier an der frischen Luft, draußen. Das ist inzwischen ein offenes Geheimnis, dass die Ansteckungsgefahr, ja, da kommen Sie wieder hier durch, sagen, an der frischen Luft gleich null ist. Und Demos sind meistens an der frischen Luft. Darauf komme ich gleich zurück. Der Leiter der Havelland-Kliniken hat vor einigen Monaten gesagt, dass die Gefährlichkeit des Virus vom Wirt abhängt. Klingt schlüssig für mich. Es gibt ja ziemlich unterschiedliche Krankheitsverläufe, aber nur ein Virus, damals jedenfalls. Gut, inzwischen haben wir über einen neuen Mutanten mit den unterschiedlichsten übernatürlichen Fähigkeiten. Trotzdem bedeutet es, dass jeder von uns sich aber fragen darf, was er tun kann, um ein schlechter Wirt für jegliches Virus zu sein. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Regionen und Länder. Wie gesund ernähren sich die Menschen in den Vereinigten Staaten? Wie gesundheitsverträglich ist die Umwelt in Bergamo mit der dicken Glocke darüber? Es gibt immer tausend andere Erklärungen, aber der Regierung fällt immer nur ein: Lockdown, Maske, Quarantäne. Aber eins ist schon mal sicher, und ich wiederhole mich da sehr gerne: Demos sind meistens an der frischen Luft. Und an der frischen Luft ist die Ansteckung gleich null. Sollte inzwischen jeder wissen. Wenn man dann noch symptomfrei ist, heißt es, tut mir leid, Virus, keine Chance. Und dennoch werden Polizisten hierher geschickt, nicht um Demos zu schützen, sondern um sie zu stören und um sie aufzulösen. Dazu sind Abstands- und Maskenregeln gut und dafür sind sie gedacht, für nichts anderes. Das hat nicht ein Zentimeter mit Gesundheitsschutz zu tun. Da werden höchstens Politiker vor der Demokratie beschützt. Was hat ein Polizist zu verlieren, wenn er remonstriert? Man denkt immer, ja, dann verliert er seinen Job. Mir hat mal einer erzählt, dass man, wenn man erstmal Beamter ist, gar nicht so leicht seine Arbeit verlieren kann. Die Existenz als solche ist nicht gefährdet. Man kann also weiterhin seine Familie versorgen. Man kann natürlich umgesetzt werden von seiner vertrauten Einheit, möglicherweise auch so, dass man längeren Arbeitsweg hat. Natürlich können einem Probleme bereitet werden. Aber irgendwann, lieber Herr Polizist, führst du Befehle aus und kannst danach nicht wieder in den Spiegel sehen. Du bist Polizist und kein Automat. Du hast ein Herz und du hast Würde. Untergräbst du die Würde anderer Menschen, weil du Befehle folgst, die fadenscheinig gerechtfertigt werden, untergräbst du deine eigene Würde. Wenn du immer weiter Befehle folgst, die auf Falschbehauptungen oder Fehlannahmen beruhen und damit die Menschen ihrer Grundrechte beraubst, wirst du immer mehr zu einer Maschine. Warum wird man Polizist? Warum bist du Polizist geworden? Glaubst du ernsthaft, wenn du friedliche Demonstranten drangsalierst und schlägst, wenn du sie ihrer Grundrechte beraubst, dass du eine Heldentat begehst, weil du dadurch angeblich das Virus eindämmst? Und jetzt kommt nochmal was ganz Neues. Das Virus ist hier draußen so gut wie gar nicht ansteckend. Ob mit oder ohne Maske, das ist ein alter Witz. Niemand, der nicht ausgelacht werden will, behauptet, dass wir uns im Freien mit irgendetwas infizieren können. Schon gar nicht, wenn wir keine Krankheitssymptome haben. Daraus ergibt sich der glasklare Schluss, dass die Maskenpflicht im Freien und auch die Abstandsregel nur einen Grund haben, zu verhindern, dass Millionen von Menschen sich auf die Straße trauen, um für ihr Leben, ihre Existenz und ihre Grundrechte zu demonstrieren. Also, liebe Polizisten, ersparen Sie uns irgendwelche moralischen Vorhaltungen, wenn Sie friedliche Demonstranten mal wieder in eine Ihrer Maßnahmen zwingen, um zumeist widerrechtlich deren Attest einzukassieren. Hören Sie auf, mit uns darüber zu diskutieren,
dass die sogenannte Pandemie aufgrund der tollen Maßnahmen der Regierung in Deutschland ohne Übersterblichkeit abgelaufen ist. Geben Sie gefälligst zu, dass es um nichts anderes geht, als um die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Wir können an anderer Stelle noch mit guten Argumenten weiter diskutieren oder untersuchen, warum es denn in anderen Ländern besser oder schlechter gelaufen ist und ob Corona jetzt schlimmer ist als eine Grippe oder nicht. Doch diskutieren Sie nicht über Ansteckungsmöglichkeiten von symptomfreien Menschen im Freien. Die gibt es nämlich doppelt nicht. Ich finde das sehr wichtig, deswegen wiederhole ich das tausendmal. Keiner der Verordnungsgeber ist so dämlich, dass er das selber glaubt. Es geht um nichts anderes als um die Unterdrückung der Kritik an den Maßnahmen und somit sind sie kein Schutzmann, der die Bürger vor einem Virus schützt, sondern ein Scherge, der die Interessen von Politikern und ihren Lobbyisten schützt. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, liebe Polizisten, und in Ihren Bartspiegel schauen, versuchen Sie mal, sich selbst weiß zu machen, dass Sie heute ein Schutzmann waren, dass Sie Bürger geschützt haben. Wenn Sie dann spontan verzweifelt lachen oder weinen müssen, ist das ein gutes Zeichen. Sie haben sich Ihre Menschlichkeit bewahrt. Jetzt brauchen Sie nur noch Ihre Integrität zu bewahren und aufzuhören, friedliche Demonstranten zu provozieren und zu drangsalieren. Und wie wild gewordene Schäferhunde in die Schafherde hineinrasen und sich irgendeine Beute schnappen, um ein Exempel zu statuieren, damit die Leute das mal lernen, dass man hier zu parieren hat. In Reihe und Glied, mit Abstand und Maske, im Freien. Das sind wirklich armselige Bilder, die sie hier auf vielen Demos abgehen, liebe Polizisten. Armselig. Und dann gibt es da noch so Umzüge, die erst klein sind, dann werden sie immer beliebter und plötzlich... Ja, plötzlich kommt dann irgendwo eine Anweisung, jeder Demonstrant merkt das sofort, die haben zu viel Besuch, die sollten schon mal von vornherein ein bisschen aufgelöst werden. Ne? Dann können wir es, dann wird unter organisatorischen Vorwänden der Abmarsch hinausgezögert, an verrutschten Masken herumgemäkelt, der zu geringe Abstand wird kritisiert und gleichzeitig die Räume durch umstehende Polizisten und Barrieren immer enger gemacht. Irgendwann hört man diese Ansagen vom Lautsprecherfahrzeug der Polizei. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir richten das Wort an die Versammlungsteilnehmer. Bla, bla, bla. Hier sprechen kalte Maschinen. Das ist keine Ansprache von Menschen an Menschen. Denn so sprechen sie wie kalte Maschinen. Es soll extra formell und nicht persönlich klingen, um objektiv und amtlich zu wirken. Es ist aber persönlich und das ist das, was die Menschen auf die Demos so wütend macht. Im Grunde sagen diese Lautsprecher nämlich, wenn ihr nicht gleich pariert, gibt es was auf die Fresse. Aber immer schon höflich. Sie sind dabei immer schon höflich. Und wenn ihr pariert, werdet ihr trotzdem aufgelöst. Bitte immer im Hinterkopf behalten. Wir reden immer noch von Demos im Freien. So gut wie keine Ansteckungsgefahr und schon gar nicht, wenn man symptomfrei ist. Es geht nicht um Gesundheit, sondern damit schränken sie unser Recht auf freie Meinungsäußerung ein. Sie schränken das Recht der Menschen ein, zu zeigen, wie viele sie sind. Denn viele bleiben aus der Angst vor der Polizeigewalt zu Hause, das weiß ich, ich kenne einige persönlich. Und sie wissen, liebe Polizisten, dass ihre Gewalt nicht gegen Muskelpakete aus dem Fitnessstudio richtet, gegen Terroristen, brutale Skinheads oder Hooligans, Flaschenwerfer oder Randalierer, sondern gegen alte und schwache Menschen, gegen Mütter, Väter und stinknormale friedliche Bürger. Insofern haben sie den Spruch gleiches Recht für alle übel fehlinterpretiert. Denn es geht hier um Verhältnismäßigkeit. Und sagt bitte nicht, naja, sie werfen zwar nicht mit Pflastersteinen und Flaschen, aber dafür mit gefährlichen Viren. Ja, habe ich schon erwähnt, dass die Ansteckung an der frischen Luft durch symptomfreie Menschen doppelt nicht existiert? Genau. Nur weil sie das verdrängen können, ignorieren sie. Und nehmen die Chance wahr, auf diese Art und Weise zu rechtfertigen, dass sie friedliche und absolut harmlose Menschen schikanieren. Wenn das Polizei sein soll, dann ist Polizei nichts anderes als staatlich kontrolliertes Verbrechen. Und liebe Polizisten, ich glaube, dass die meisten von Ihnen das nicht wirklich wollen. Ich glaube aber, dass Sie trotzdem für das, was geschieht, verantwortlich sind, wenn sie Befehle ausführen. Danke. Danke, Oliver.